Let's Play Tomb Raider 6 The Angel of Darkness, die Halle der Jahreszeiten. Und ich habe eigentlich die Schleichentaste gedrückt, aber Lara hat gleich einen guten Anfang hingelegt und wollte das gleich erstmal gar nicht. So, ja, ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 6 The Angel of Darkness und freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der mal wieder dabei sein wird, dabei sein darf und natürlich auch wieder die extreme Lust hat, darunter zu fallen, ja. Nein, ich freue mich über jeden, der wieder dabei ist und natürlich Tomb Raider 6 schauen will. Und wir probieren jetzt erstmal auf diese komischen Rotationsdinger zu kommen. Wahrscheinlich können wir das viel einfacher als über dieses hier. Wenn ja, ärgere ich mich jetzt gleich noch im Arsch, dass ich mir hier den Arsch aufreiße. Warum verwende ich eigentlich die ganze Zeit das Wort Arsch? Leute, sagt mir das. Vielleicht könnten wir ja auch einfach nur Hintern benutzen. So, wir sind erstmal auf so einem Ding drauf, das ist schon mal ganz gut. Gerade bei Angel of Darkness irgendwo drauf zu kommen, ist immer ein kleiner Rekord. Würde ich fast schon so sehen. Nein, ich finde es gut, dass ihr natürlich jedes Mal fleißigst dabei seid. Und ja, da geht es auch weiter. Ah ja, ich begreife das System. Ich begreife das System. Diese merkwürdigen Fahrstühle hier fahren hoch und runter. So, und das machen wir jetzt auch fleißig, in der Hoffnung, es richtig zu machen. Und wir sind auf dem letzten oder so? Auf dem letzten Lift angekommen. The last train to Transcentral. Und wir sind sozusagen jetzt auf dem, der am höchsten fährt. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil wir müssen ja, glaube ich, jetzt nur noch diese Halle irgendwie verlassen. So, die Frage ist natürlich, wie verlässt man so eine Halle, wenn man nicht weiß, wie? Aha. Könnte das gehen? Also beim normalen Tomb Raider Game, sage ich jetzt mal, warum sage ich normal? Das ist ja eigentlich auch normal. Wiederum muss ich leider öfters mal sagen, passieren hier unnormale Dinge. Oh, da hänge ich ran. Ja, so schwer kann das nicht sein. So, und wir sind irgendwo oben angekommen. Und es leckt ein wenig, aber das ist alles gar kein Problem. Wir mögen es ja, wenn es leckt. So. Ja, Tomb Raider 6, The Angel of Darkness. Wir sind fleißigst dabei. Kann sie da raufgehen? Auf solche... Nee. Auf solche Elemente kann sie natürlich nicht laufen. Das war mir schon wieder sowas von klar. Kann sie überhaupt irgendwas? Ja. Sowas kann sie. Und da machen wir auch einen Jump rüber. Und schauen uns jetzt mal diesen phänomenalen Puff an. Entschuldigung, dass ich das Puff nenne. Wir sind jetzt einfach im Prinzip höher. Ja, ist ja gut. Du hast mir jetzt auch keine Angst gemacht. Hi! Hi! Du weißt schon, dass ich hier stehe, ne? Guck mal. Moin. Moin. Hallo. Siehst du mich? Kannst du mich sehen? Kleiner Ritter, kannst du mich sehen? Hau dich einfach, weil wir es lustig finden. So. Du bist hingefallen. La 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 la, Idiot. Oh ne, noch so einer. Hi! Ich trete dich. Du bist so dumm. Du bist so dumm, Ritter. Das Problem ist, dass diese Ritter immer wieder aufstehen. Das muss man an dieser Stelle mal so sagen. Aber man ist sie kurzzeitig los und das ist auch gut. So, wir laufen hier weiter in der Hoffnung, dass hier nicht noch mehr solche Ritter kommen. Denn ich glaube, wir haben davon schon einfach genug jetzt. Wir haben genug Freunde dabei. So, und hier scheint eine Treppe zu sein, ob die benutzbar ist. Tatsächlich. Die kann man benutzen. Gut, super. Gehen wir rauf, schauen, was oben uns da so erwarten kann. Also mir macht das Spiel immer mehr Spaß. Umso weiter man kommt, umso geiler wird's. Ehrlich, Leute. Und das hier scheint der Ausgang zu sein, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Aber so wie man Tomb Raider kennt... Hi! Hi! Schön, dich zu sehen. Deine Kumpels da unten warten schon auf dich.
Ja, genau du. Du bist doch der Ritter der guten Stunde. Nee, so geht das aber nicht. Du schlägst keine Frau. Sag einmal. Sag einmal. So, du hast eine Frau getötet, du kleiner Wichser. Ja? Der hat Lara getötet. So geht das nicht. Nein, so geht das nicht. Dann lassen wir ihn längst liegen. Tun wir so, als wenn es den nicht gibt. So. Wusstet ihr, dass es hier Ritter gibt? Ich nicht. Noch einer. Ich muss mich ja auch mal umgucken dürfen. Komm, lass mich in Ruhe. Und hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein. Doch. Okay. Ich sehe schon, was wir hier machen müssen, und das ist Kacke. Ich hoffe, da reicht die Power von ihr, ne? So, wir gehen ein bisschen zur Seite. Und ich sehe da einen Schalter, Freunde, ich sehe einen Schalter. Wofür der Schalter ist, das kann ich euch an dieser Stelle wirklich noch gar nicht sagen. Wir werden ihn aber aktivieren. Also da kenne ich nichts. Wir benutzen den einfach. Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel versprechen. Was macht er denn? Er macht diese Tür auf. Das ist schön. Aber was ist in der Tür drin? Ist das wirklich der Ausgang? Ist das so leicht gelöst, das Problem hier? Ich glaube nicht. Das wäre nicht Tomb Raider, die Angel of Darkness, wenn das schon fertig wäre. Das kann ich nicht glauben. Ah ja, es geht weiter. Cool. Cool, ich freue mich natürlich. Ich freue mich riesig, dass es weitergeht. So soll das ja auch in solchen Spielen sein, ne? Oh, weiter, Lara. Lara. Lara hat Schmerzen. Ein guter Mediziner könnte das klären, also ich, Dr. Florian Kiel, sage, sie ist verstorben. So, das war mein medizinischer Rat von mir an Lara Croft. Und wir lassen das mal mit dem Deckengehangel. Wahrscheinlich ist das nur, um irgendwie was nettes Goodie zu kassieren. Spring. Und hau ab da, hau von diesen Typen ab da. Die wollen dir ans Leder, Muschi. So, da kommt noch so einer, der Nummer 3. Ja, behalt dein Schwert für dich, mein Freund. So, und unten ist eine Tür aufgegangen. Das möchte ich erstmal klären. Vielleicht kriegen wir da auch, wenn... Ist es diese Tür, die aufgegangen ist? Die ist auch schon da unten. Vielleicht kriegen wir da ja auch neue Power-Ups oder wie auch immer. Weiß man ja nicht, ne? So, Shotgun-Muni können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wer weiß, wofür es gut ist. Und das sieht mir so aus, als könnte man das eindrücken. Ich bin stärker. Und wir sind stärker geworden. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wir haben ein Power-Up endlich wieder. Wir haben mal wieder Power-Ups gekriegt. Ich freue mich. Ich freue mich ja über jedes Power-Up, was wir kriegen. Ne? Also sobald Lara stärker wird, bin ich immer gern dabei. So, wahrscheinlich ist es tatsächlich der Weg, den ich mir da gedacht habe. Achso, das war das Treppenhaus. Mehr geht da drinnen nicht? Okay. Dann müssen wir wirklich dieses Hangeln machen. Da muss ich mir das angucken, wie das am besten geht. Weil wir sind ja nun stärker geworden. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass wir das doch machen müssen. So, wir laufen hier erstmal ein bisschen fröhlich durch die Gegend und tun so, als hätten wir keinen Plan von allem. Haben wir ja auch gar nicht. Das kommt ja erschwerend dazu. So, und jetzt verbraucht sie die Kraft immer weniger. Seht ihr das? Die Kraft hält immer länger in dem Spiel an. Das ist das, was ich an dem Spiel so cool finde. Dass die Kraft immer stärker, dass sie immer stärker wird. Sie wird immer stärker, sie kann doller treten. Sie kann irgendwann... Naja, das werden wir ja alles noch sehen. Heute ist ja noch nicht alle Tage Abend. Und das werden wir jetzt hier erklimmen. In der Hoffnung, dass wir das kapieren, weil ich habe da keine Ahnung. Ich habe ja nicht gesehen, wo es irgendwie lang gehen könnte. So, das war jetzt schon mal Mist. So, hoch. Ich denke mal, das wird alles ziemlich schwierig. Aber ich habe auch schon in dem Buch gelesen, ich habe ja da dieses Booklet, das habe ich ja alles nie weggeschmissen. Ne? Das habe ich ja irgendwann mal in meinen Schrank gebunkert, hier so diese Sachen von dem Game. Und in dem Booklet steht, dass sie sogar sprinten kann. Irgendwie. So,
Wir schauen uns mal hier oben um. Ich habe wirklich vom Tuten und Blasen hier keine Ahnung. Wahrscheinlich geht das hier weiter. Ich speichere das jetzt hier, weil ich denke mal, das wird noch schwerer. Wir haben jetzt hier, denke ich, noch das Leichteste. Ich gehe davon echt aus. Ich muss mich hier wirklich einmal umschauen dürfen. Aber das kann ich in dem Moment nicht. Das fällt mir in dem Moment wirklich super schwer. Wo müssen wir denn jetzt wirklich hier hin? Müssen wir da vielleicht rüber? Guckt mal. Vielleicht. Lass uns das einfach probieren. Mehr als falsch machen können wir in diesem Spiel sowieso nicht. Mehr als falsch machen geht nicht. Oh Gott. Guckt euch die schwindelerregende Höhe an. Geschafft! Trotz großer Schwierigkeiten. Sie hat schon geblinkt. Trotz großer Schwierigkeiten hat ihre Kraft schon geblinkt. Und hier geht ein Tor auf. Sesam, öffne dich. Bist du richtig? Nein. Bist du richtig? Und es kommt ein Ladevorgang. Interessant. Also es wird immer interessanter. Ultra Vigilis Umbram, Ecce Veritas. Sehe die Wahrheit durch den Geist des Hüters. Das scheint ein Kampf zu sein. Oh nö. Okay, den sehen wir dann im nächsten Part, wie es hier weitergeht, Freunde. Und ich freue mich schon drauf. Tschüssikowski.